stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Ich, hab ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Sein Laden. Sieht ja sehr gut aus. Ah, vielleicht können wir ein Sandwich holen und dann damit die Taube auf. Oder Taubenfutter. Um die Taube zu fangen. Ist das ein A? Das hier? Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Den gibt es schon für günstiger Aspiriri. Ich kaufe ein A. Den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Nein, sehr danke. Schön. Mein Kopf tut weh. Okay, also kein A. Was ist denn das? Das hier, ein exquisites Sandwich. Wurde auch erst zweimal gegessen. Danke. Lieber nicht. Sicher? Lecker. Ich hätte auch noch einen halben Wollmilchshake dazu. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Wollmilchshake ist. Danke, danke. Keinen Hunger. Nicht mehr jedenfalls. Wahrscheinlich nie wieder. Was ist das da? Das hier, das können wir wahrscheinlich am besten gebrauchen. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll, genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Hä? Aspasporo? Asporaro wie. Klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha. Und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora? Willst du mich beleidigen? Na gut. Was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit. Ich nehme das A. Ich habe das Gefühl, das brauchen wir noch. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauche sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen? Nicht verzagen, Conroy fragen. Und das alles bekommst du für Aspororo. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Aber... Na gut, Aspororo. Aber noch tiefer gehe ich wirklich nicht. Wir fälschen noch ein bisschen Aspororo. Ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdammt mich. Nein, ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. Was? Okay, ich leg die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das, ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke, sehr schön. Ihr seid wirklich sehr nett. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. Okay, wir haben eine Conroy-Puppe und ein Taubenfutter. Warum sollte ich das tun? Einfach so aus Spaß. Warum sollte ich das tun? Einfach so aus Spaß. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Okay, vielleicht will die Taube eine Conroy-Puppe. Warum sollte ich das tun? Einfach so aus Spaß. Einfach mal just for fun. Zum Ausprobieren. Okay, nur altes Taubenfutter. Hey, der Beutel ist ja leer. Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja, den Faden kann ich ja behalten. Also kein Taubenfutter. Wenn ich das Ende der Windsocke mit dem Faden zusammenbinde,
Juhu, ein Kescher. Ich dachte schon, das wäre es vorher schon gewesen, aber jetzt ist es erst recht einer. So, taube Kescher. Du entkommst mir nicht. Hey! Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Kleiner Tipp. Du klaust gerade meine Taube. Oh ja, was? Ich klau keine Taube. Sie hat Conroy beklaut, sonst hätte ich sie ja nicht geklaut. Bist du eigentlich öfter hier? Wie auch immer. Huck, komm her. Sag deinem Conroy von nun an, wie ein anderer ihre Taube. War nett, dich kennenzulernen. Okay, ganz ruhig. Was würde Conroy jetzt tun? Oh nein, er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste. Tja. Laura, gesucht wegen Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung, Kaugummikauen in der Öffentlichkeit, Basilienerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Gesucht wegen allem. Aber sie hat ein schönes Lächeln. Bevor sie hier herumliegt. Nimmst du mit. Und den Fisch auch? Der ist ja ganz fettig. Okay, das hatten wir schon. Ein Windrad, das können wir noch angucken. Die Windräder in dieser Stadt sind nutzlos geworden, seitdem der Wind kaum noch weht. Tja. Nein, es muss sich schon von alleine drehen. Okay, können wir den Fisch vielleicht irgendwie mit der Conroy-Puppe? Die Original-Conroy, sie kann sogar sprechen, wenn man draufdrückt. Kann man draufdrücken? Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Toll, die Puppe. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Dann halt nicht. Zur Bargasse. Ich kann mal dorthin gehen. Zur Bargasse. Oh, ein Igel. Diese Melodie, sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Aha. Hallo. Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Laura und das Lied. Erstmal das Lied. Das Wichtigste. Es erinnert mich an etwas. Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen. Aha, okay. Woher kennst du denn das Lied, das du gerade gesungen hast? Meine Mutter hat es mir beigebracht. Und woher hat die es? Von ihrer Mutter. Ah, und wo hat die es her? Von ihrer Mutter. Ach so, und woher kennt die es? Der Wind hat es erfunden. Punkt. Aha, der Wind. Hast du ein Mädchen mit einer Taube hier langkommen sehen? Sie heißt Laura. Wie von den Fahndungsplakaten? Ich habe mir gerade eine Flasche zu trinken auf. Ja, sie ist mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Wie gut es sich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh, toll. Ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Ich habe ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Oh. Ja, zumindest auf die Basilen ist Verlass. Tja, weißt du noch mehr über Laura? Du weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Du verstehst es nicht, oder? Gleichzeitig. Ich fürchte, nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Aha. Laura und das Baby. Reden wir erst mal mit das Baby.
Deinem Baby ist also kalt, aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte oder den Hunger oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Zum Anziehen für mein Baby. Ein Leibchen. Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Natürlich. Das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh, das ja, Baby besteht ich, darauf. Ich schätze. Sicher. Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Was Geringeres ist dem Kleinen ja bestimmt nichts. Das ist ja nichts wert. Das ist ein günstiger Stoff, das wäre ja für das Kind, das ist ja. Das kann man ja nicht machen. Kann ich nicht einen normalen Stoff dafür? Wenn du willst, dass das arme Kleine weiter friert, willst du das? Nein. Dann besorg lieber schnell das Leibchen. Und es muss natürlich aus Erdbeergarn sein. Teuerster Stoff. Aus echtem Erdbeergarn sein. Ich bin mir sicher, dass man mit guter, alter Wolle auch ein schönes Leibchen schneidern kann. Wie bitte? Entschuldige, ich habe dich über das Zittern meines Kindes nicht richtig gehört. Alles klar. Bescheidenheit ist ihre größte Stärke. Ich habe das Leibchen immer noch nicht. Was willst du dann hier? Ja, da kriegen wir nichts Neues. Wir kriegen trotzdem nochmal drauf. Muss es wirklich aus echtem Erdbeergarn sein? Ich bin mir sicher, dass man mit guter, alter Wolle auch ein schönes Leibchen schneidern kann. Wie bitte? Entschuldige, ich habe dich über das Zittern meines Kindes nicht richtig gehört. Danke. Sag mal, was für das Baby? Das Kleine? Conroy. Ach, wie toll. Du hast es nach dem Abt benannt. Man weiß ja nie. Vielleicht stimmt das, die Basilien ja milde. Ich finde, der Name passt sehr gut zu ihm. Danke. Es ist ein Mädchen. Ja. Okay. Könntest du nicht einfach in die ungefähre Richtung zeigen, in die sie gelaufen ist? Wenn du mir das Leibchen besorgt hast, bringe ich dich sogar persönlich hin. Ja. Na dann auf Wiedersehen. Das ist eine sehr nette Person. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Alles klar. Eine Mutter mit einem Baby. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Mutter. Oder vielleicht auch ein Baby. Aber ich schaffe es ja nicht mal, eine Steinwurzel nicht eingehen zu lassen. Okay, hier meine Wiege. Ein winziger Asposer, wie putzig. Bald schon wird er ein Teil des glücklichen Volkes Conroys sein. Und ein Phosphos. Okay, da unten geht's zum Windbrunnenplatz. Gibt's nichts mehr zu sehen. Ah, hier können wir gucken, was wir alles anklicken können. Die Tür können wir anklicken. Sieht nicht besonders stabil aus. Wer auch immer dort wohnt, hat wohl nichts wegzuschließen. Tja. Diese Tür gehört jemandem. Ich glaube, es wäre unhöflich, sie mitzunehmen. Klar. Luca. Mal sehen, da drin liegt ein Kissen, ein halbes Glas Gurken und ein paar Nägel. Ach, ich wünschte, ich hätte so ein schönes Zimmer im Palast. Aber Conroy sagt, Reichtum verdirbt den Charakter. Na sicher. Der Conroy ist bestimmt auch ein ganz armer. Was soll ich denn damit machen? Um es einzuschlagen, müsste eine Scheibe drin sein. Durchfassend als rausholen.
Die scheinen hier ja überall zu hängen. Vielleicht sollte ich Taubendiebin darunter schreiben. Tja, vielleicht ist das auch ihre Taube. Plakate abnehmen. Schon mal daran gedacht. So, Phosphos. Schauen wir mal das Phosphos an. Sie spenden Licht und Wärme, essen nichts und machen keinen Krach und keine Abgase. Praktisch, aber sie brauchen Wind, um zu leuchten.